Was geht YouTube? Ich bin's wieder, JamTV. Und Leute, bevor das Video beginnt, morgen kommt der geisteskrankste Prank überhaupt online und dieser Prank wurde an mich gemacht. Leute, ich wurde auseinandergenommen. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich auseinandergenommen wurde, dann geht jetzt unten in die Videobeschreibung oder unten in den Kommentaren, habe ich euch den Link zum Zweitkanal draufgepackt und abonniert meinen Zweitkanal. Weil ich kann diesen Prank nicht auf meinen Hauptkanal hochladen, weil ich habe Angst, dass dieser Kanal gesperrt wird. Deswegen geht jetzt alle rüber auf den Zweitkanal, abonniert den Kanal und aktiviert dort die Glocke, weil morgen kommt der Prank um 17.30 Uhr dort online. Seid alle gespannt, Leute, das wird Abriss pur. Ich hoffe, euch gefällt das auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und vergesst nicht, den Zweitkanal zu abonnieren, weil morgen ist es soweit. Es ist einfach Vollmond. Ja, guck einmal. Der Mond sieht aus wie eine Oma, die lächelt. Warte, was sagst du sofort? Oma, die lächelt. Hä? Seht ihr das? Ja, doch. Links, rechts Auge und unten Mund. Ja, und die hat sogar diese Lachfalten an den Augen. Am rechten Auge. Seht ihr das? Ja. Ich schwöre, sie sieht aus wie eine Oma. Ja, ja. Seitdem ich klein bin, sage ich, dass der Mond safe eine Oma ist. Die Sonne gibt mir so Teenager-Boy-Vibes, aber Mond safe Oma. Da haben so Plätzchen. Ja, so, genau. Ne? Ja. Kennst du von SpongeBob die Folge? Ich schwöre, genau diese Oma habe ich gedacht. Voila, genau wo die Kekse gemacht hat. Und du hast so richtig Bock, die zu essen, wie der die am Fetzen ist. Und ich schwöre, ich habe genau an diese Oma. Voila, es lag mir auf der Zunge, du hast gesehen. Was geht, YouTube? Ich bin's, der JamTV. Was machen wir eigentlich? Essen, nicht reden. Essen, reden, wie nennt man das? Mukbang. Mukbang? Mukbang! Schon mal einmal mit Soße probieren. Voilà. Wild. Beste Kombi. Ich hab noch nie probiert. Aber dem schmeckt. Oh mein Gott. Krass, gell? Hm? Ich denke so, der nimmt einen und ja, der will seine ganze Tüte. Ja, ja, ja. Gib mal. Mach meine Nase nicht. Und mal scheppert. Weiß. Alle guckst du. Weiß einmal. Ja. Ah. Groß. Groß! Mhm. Nimm das mit, das Fleisch. Du weißt, nimm das Fleisch am Rand. Du machst das extra, weil du weißt, dass dein Mund jetzt brennen wird. Ne, das ist eine Jalapeno. Nein, nein! Nein, nein! Bitte, bitte! Was? Nein! Jam! Mach deine Hände nicht an die Augen, sonst brennt deine Augen. Ja. Der gibt sich dann wie ein Bimmel, Digga. Alles okay? Schnauze. Zum Wohnzimmer gemacht. Machen wir uns bitte auf. Was machen wir jetzt? Ah, ich kann, weißt du noch früher, weißt du, was er früher gemacht hat? Ich hatte meine Zähne waren locker, der hat einfach mit dieser Lohberg-Flasche aus meinem Zahn rausgeschlafen. Nicht mit Lohberg. Doch. Nein, das war nicht Lohberg, das war die Orangenflasche. Diese. Ah ja, Orangen. Orangensaft. Mit Granit. Ich will richtig seinen Kopf so wandern gegen seinen Zahn. Doch, los! Warum lachst du? Ich weiß nicht, ich sag auch so stolz zu meinem Bruder, dass ich mein Zahn draußen ist. Aber ja, wenn mein Zahn ist draußen, dann so, komm mal her. Erzähl mal, was habe ich noch in deiner Kindheit mit dir gemacht? Soll ich alles erzählen? Erzähl! Soll ich alles erzählen? Wie bereit der ist, Mama? Soll ich alles erzählen? Ich war 5 Jahre alt oder 6. Und dann immer... Ich bin... Du lachst schon vorher, ich von Schule gekommen. Ich, wie scheiße mit ich bin von Schule gekommen. Ich hab Mama so gehasst, ne? Die sagt... Geh mit Abi nach Hause. Ich sag, Mama, bitte, nein, ich will hier bleiben. Ich hab noch Hausaufgaben und so. Geh mit dem Abi nach Hause, ich kann hier nicht arbeiten. So. Ich geh mit dir nach Hause. Ich hab irgendwas gemacht, irgendwas Schlimmes anscheinend. Muss nicht schlimm sein, wir gehen nicht Treppen hoch. Wir gehen direkt geradeaus zu diesem Keller. Du machst Kellertür auf. Du tust mich rein. Du machst Licht aus. Ich komm nicht an Lichtschalter dran, ne? Ich weiß nicht, wo das ist. Du machst Tür zu. Du machst gruselige Musik über Handy an. Er sagt, hier sind Ratten und pass auf unter dir. Ich spring die ganze Zeit. Ich mach meine Füße so hoch. Der sagt, hier sind Ratten und dann tut er noch so, als würde er hochgehen und macht so Geräusche mit Füßen, Digga. Und lass. Kotz, das ist dein Karma. Boah, Digga, ich hab so Angst vor Keller, ne? Bruder, ich hab meine Füße hochgehoben, so, ich hab mich festgehalten. Das war jetzt das Training, das ich je gemacht habe. Ja. Oder was hast du noch gemacht? Überleben. Was? Was hat denn noch gemacht? Das war das Schlimmste, so. Trauma, ne?
Was waren die krassesten Sachen, die du mit mir erlebt hast? Meinst du geil? Ja, so geile Sachen. Wo wir Aquapark waren. Oh. Aquapark in Köln. Oh, in Köln war so geil, Digga. Das hat so gebockt mit dir. Und allgemein, so, wenn wir Familie, so Cousine und so, ich und du, Airhop gegangen sind und so. Weißt du mir an? Und wenn ich mit dir abends zocke, das macht auch Bock. Jetzt sag mal das Peinlichste, was hier passiert ist. Mir peinlich? Oh, ich weiß, was schönes. Boah, Annik, Abu. Ich war in der Schule, in der Grundschule, ne? Kennst du das, wenn du furzt auf den Stuhl, da kommt so eine Blase unter deinen Arsch? Ich dachte, das wäre ein schallgedämpfter Furz. Auf einmal so, ich furz und dann drrrt, kommt hinterher. Boah. Ganz krass hat gehört. Der darf einfach so Hose geschissen. Das ist peinlich, ne? Ey. Die Lehrerin hat mich sogar ausgelacht. Ich schieb das noch auf andere. Ich so, was laberst du? Du machst das. Alle zeigen so auf mich und die Lehrerin lacht mich aus. Hallo? Mann, das steht hier sogar. Hier ist der Lehrer. Kanbei. Ich fordere Sie hiermit auf ein Ordnungsmaßnahmenkonferenz, ne? Weil das, was Sie hier machen, ist echt unverschämt. Also unangemessen. Das geht ja wohl gar nicht. Erzähl mal die coolsten Sachen, die wir erlebt haben, die du so im Kopf hast. Was schreibst du hin? Sexy. Mama. Oh mein Gott. Komm, gib dir. Oi. Warum tust du dir eigentlich immer weh? Alter? Was? Du tust dem immer weh? Nein, der tut sich selber weh. Du schlägst dich auch immer selber. Ja, komm. Warum mach ich das? Ja, Wanda, ich stehe auch nicht. Rutsch mal näher hier. Ja, das schmeckt so wie so ein Pädophiler, wenn du so ein kleines Kind hast. Oh ja. Dir geht's doch gut, oder? Mein Nacken brennt immer noch, hör auf, bitte. Dir geht's gut, oder? Von was brennt dein Nacken? Von meinem Friseur, erzähl mal, was passiert ist beim Friseur. Digga, der hat mich einfach enthäutet. Einfach beschnitten. Du kennst so die Gillette, ne? Diese, was man eigentlich bei Seitenaufnahmen macht. Die Gillette-Maschine. Ja. Oben ein Dreher, unten ein Dreher. Die drehen sich beide ineinander und ziehen die Haare. Die machen das ja eigentlich. Was? Ja, der dreht sich beide. Oben dreht sich so eine Walze und unten und die ziehen nach innen. Bei mir hat der nicht nur die Haare rausgeholt, bei mir hat der Wurzeln rausgeholt. Der Gehirn mit rausgesaugt. Der hat nicht nur hier, der hat an meinen Nacken gemacht, Junge. Bist du behindert, Junge? An meinen Nacken? An meinen Nacken, da sind keine Haare. Der macht da 15 Minuten lang so, Digga. Ich bin am Sterben, ist so, Tamam. Ich hab so laut gesagt, Tamam, Bruder. Die sind keine Haare mehr, da sind keine Haare mehr. So, jetzt alles gut. Der sagt, nee, das muss vernünftig sein und so. Macht er noch, Digga. Der macht einfach Wellen auf meinen Kopf. Der kann nicht mal eine richtige Linie machen, Digga. Der macht hier so, macht er hier einen Schnitt. Doch. Danach hat Onkel gerettet. Ich küsse sein Herz. Ich schwöre Ehren. Der kann nicht mal richtig eine Linie machen. Genau deswegen. Der wusste, du gibst eh nicht zurück. Der macht so. Ja, der hat eigentlich Herzchenform und deine Haare hinten gemacht, ne? Wusstest du das? Digga, seine Brille. Dann sagt er noch, nicht mal seine Brille hilft dann dem, sagt, Junge. Dann sagt er noch, ich mach den Colagna drauf. Ja, und dann, der sagt noch am Ende so, ich mach noch Colagna drauf. Ich so, geh mal weg. Was für Colagna? Colagna. Der ist verrückt. Ich will nicht seinen Kopf verbreißen. Sicher, dir geht's gut. Du brauchst keinen Exorzist. Ne, besten. Sicher? Ja, definitiv. Sollen wir zu einem Hodja oder so? Einfach zu überprüfen. Hier hat's richtig weich. Digga, bist du nicht so ein Kuscheltier? Bist du doch. Du schau mal her. Was ist das? Das ist das größte Abfucker, ne? Ja. Aber kennst du noch diesen einen Typen aus Kai, der immer gebissen hat? Guck mal, jetzt hast du nur erzählt, wer hat gebissen. Dieser eine Opa. Ali. Ja. Der ist, kommt der immer, ist jetzt der dement, ne? Ja, der weiß nicht mehr, wer wir sind und so. Das ist richtig krass. Das ist krass, Junge. Der kommt einfach und hat uns gebissen, Digga. Ja, Walla, der hat mich auch ich hab ihn dafür gehasst, ich hab den gehasst. Immer wenn der kam, ich bin weggerannt und so. Ich glaube. Erzähl mal die lustigsten Sachen, die du erlebt hast. Wie hat dein Abi immer mit dir gespielt? Du hast ihn hochgelassen. Du hast mir einen Schlüssel in den Arsch gesteckt. Ich hatte Lamion, Mo. Dein Ernst jetzt? Wie denn? Was meinst du? Wie hab ich mit dir gespielt? Ach so, immer? Ja, diese Kitzelspiele und so. Der hat mich so gepackt an meinen Arm, hat gekitzelt. Ich hab gesagt, Eiern, ich bin fast gestorben. Der hat so gekitzelt. Der so, wer ist der Boss, wer ist der Boss?
Der hat das sogar. Das ist nicht mal Spaß. Du hast ihn damit einfach gequält, bis er sagt, wer der Boss ist. Klar. Nicht? Und was habe ich noch gesagt, musst du sagen? Der Boss. Eure Hoheit. Eure Hoheit. Eure Majestät. Eure Majestät. Ich bin der Geilste. Das Ding ist, mal, weißt du? Wenn ich dich hier rausholen soll. Wenn du dreimal, ich hol dich hier raus. Ich hab viermal gewusst. Wenn ich gesagt hab, ihre Hoheit, habt ihr mich sogar angeschimpft, der so, das heißt eure Hoheit. Lach. Wenn schon, dann richtig, ne? Ja, nur. Was? Du hast die geilste Kindheit, Junge. Was laberst du? Der Junge wurde misshandelt bis ins Letzte. Findest du, du wurdest misshandeln? Nö. Was waren die spaßigen Sachen, die wir jetzt in sechs... Nein, das lebt nicht. Hab ich auch gesagt, das Auto ist aus. Kannst du kurz anmachen? Die spaßigste Sache, die ich hatte. Also wie gesagt, Türkei war echt cool. Bro, echt cool ist hart, Digga. Türkei war die Zeit meines Lebens, was willst du hören? Wann ja, nee, so Türkei nicht, aber... Türkei war echt eine coole Zeit. War eine der krassesten Zeiten, die wir hatten, haben wir noch die sagten mir, war echt cool. So Türkei war wenn, mit die coolste Zeit, die ich hier hatte. In deinem gesamten Leben? Punkt. Werde ich eigentlich gezwungen, das zu sagen, weiter? Oder willst du es von mir wirklich hören? Du siehst doch, wie es funktioniert. Das ist doch ganz einfach. So, ja. Ich jage das Money und keine Pronounis von der ganzen Post in meinem Feed. Du spielst den Helden, doch Jam ist der Punisher. Moment, du fluchst auf Vanitas. Ja, eins von denen, worauf du Bock hast. Trag ein Plus an mein Finger, ein See, mein Arm, mein Ozean, mein Herz. Wir gehen mehr aber frei, wie jetzt du selber, Junge. Mock in der Bira, ich bin bereit. Spiele mit Bad Bitches und Pille von Bergpop, Blueprint. Gott sei Dank, mich in Zelle sitzt im Coop drin. Leute fehlen, weil ich wirklich von der Hood bin. Okay, jetzt du sag. Ich bin ein bisschen Pfeffer in die Szene. Ich schwöre, ich wollte auch machen. Cookie Clapper Bad, Rocket mit dem Juicy Ass. Crip Rock, durch mein Konto, so ein paar Chicks im Bad. Was willst du, Dulli, jetzt mach es besser offiziell. Crip Rock, durch mein Konto, so ein paar Chicks im Bad. Bei dieser Box, ne? Einfach Kino, man denkt Kino, Mann. Ja, lass mich da beim Burn. Doi. Aus Bett und Pushy, was ist los? Ja, soll kommen, wer will. Sieh die Glock, soll kommen, wer will. Ja! Sieh die Glock, soll kommen, wer will. Ja, sie fühlt den Bass und schickt den Booty. Ei. Sie ist in Love und ist kein Groupie. Leute, hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Einfach so ein Zusammenschnitt. Eigentlich sollte was anderes kommen, aber dieses Video kann ich nicht hochladen. Deswegen haben wir spontan dieses Video gedreht. Ich hab Geld gefunden. Gefallen. Okay, Leute, peace out. Mach auch. Du auch.